Mirko, denk dran, heute Nacht geht die Sommerzeit zu Ende. Du kannst eine ganze Stunde länger schlafen. Hä? Du hast heute Nacht eine Stunde mehr, Mirko. Woher willst du wissen, wann ich ins Bett gehe? Ruhig, ganz ruhig. Pass auf, Mirko. Ich werde es dir erklären. Sommerzeit. Bei der Umstellung auf die Sommerzeit fehlt dir nachts eine Stunde. Also mir fehlt nichts. Doch, nachts wird dir eine Stunde genommen. Mörder! Diebe! Quatsch! Du musst doch nur die Uhrzeit verstellen. Ach so, damit der Dieb also zu spät kommt. Nein, du musst die Uhr umstellen. Ach so, damit der Dieb die Uhr nicht findet. Ja, wo stelle ich denn die Uhr hin? Mirko, du musst dir einfach eine Stunde vorstellen. Ach so. Was ist los? Ich stelle mir gerade eine Stunde vor. Du musst die Zeiger deiner Uhr einfach um eine Stunde nach vorne stellen. Das ist doch Quatsch. Weil meine Uhr geht immer richtig. Hilfe. Bei der Sommerzeit, da wird doch eine Stunde weggenommen. Was, jedem? Ja, natürlich jedem. Das ist das organisierte Verbrechen. Was? Na ja gut, wenn sich keiner wehrt, stelle ich meine Uhr eben auch eine Stunde vor. Nein! Nein, würde ich doch nicht tun. Ich meine, ich würde doch nie eine Stunde vorstellen. Das würde ich doch nie machen. Warum eigentlich nicht? Mirko, das ist doch nur für die Sommerzeit. Die geht doch heute zu Ende. Heute Nacht wird dir die Stunde doch zurückgegeben. Ja, das ist ja toll. Mensch, da hat man ja den Dieb schon gefasst, vielleicht. Der ist eigentlich gar nicht so doof, wie ich aussehe. Na ja, ist ja egal.